Mittwochabend, herzlich willkommen und viele Grüße aus der Einhellwelt hier aus Landau. Ich bin's, steht schon da, begrüße euch ganz herzlich zu unserer Fragestunde und Informationsstunde. An meiner Seite heute ist das fantastischste Team der Welt. Der da nicht genannt werden möchte mit dem Namen, macht den Schnitt in Kamera 1. Pia ist da, Steffi ist da, Michael ist da und ich habe auch einen Gast heute. Nur für sehr kurze Zeit heute. Und wir können leider alle nicht so wirklich Fasching, Karneval feiern. Da aber trotzdem so ein bisschen Karnevalzeit ist, habe ich das Team ausgestattet mit Tröten. Wenn ich massiven Unsinn rede, werden sie mich darauf aufmerksam machen. So ist der Plan für heute. Also starten wir mit Informationen. Wir haben eine Mega-Aktion laufen. Helmut, spiel mal ab. Ein Akku für Garten, Werkstatt und Ihr Zuhause. Der Volksakku von Einhell ist zurück. Passt für mehr als 200 Power-Exchange-Geräte von Einhell. Volle Akku-Power für jedes Projekt, inklusive Ladegerät. Zum Super-Aktionspreis von nur 33 Euro gibt es den Volksakku bei den teilnehmenden Händlern. Mehr unter www.volks-akku.de. So, also habt ihr gerade gesehen, es gibt einen 4 Amperestunden Akku und einem Schnellladegerät, Ladestrom 3 Ampere für 33 Euro. Das ist ein Megahammerpreis, der UVB ist über 100 Euro, würde man es normal kaufen. Das Coole ist, mit diesem Akku, dem 4 Amperestunden Akku, könnt ihr wirklich jedes Gerät betreiben. Allen voran auch die Gartensaison startet für jeden Rasenmäher, für jedes Gartengerät. Super lange Laufzeit, super Power, 900 Watt aus dem Akku raus, ewig lange Laufzeit. Ein oder zwei davon, je nachdem 18 oder 36 Volt Gerät. Das ist ein unschlagbarer Hammerpreis. Hier ist er, das ist das Paket, das ist die Box. Ihr habt gesehen, auf unseren Kanälen etc. findet ihr alle Vertriebs- und Handelspartner dafür. Eigentlich gibt es den fast überall, würde ich sagen. So, und wir haben dann heute, das kündige ich jetzt schon mal an, das sage ich noch häufiger, wir haben da so ein Gewinnspiel für euch. Ne? Wir verlosen heute unseren neuesten Reifenfüller, das ist ein Kompressor, da ist er, in Kombination mit dem Ladegerät und dem 4AH-Akku dabei. Dafür müsst ihr uns eine Frage beantworten. Die Frage ist, in welchem Jahr ist die Firma Einhell gegründet worden? Schreibt uns und vor allen Dingen schreibt uns auch alle eure Fragen. Ich habe schon aus den letzten Wochen mir einiges rausgezogen. Das habe ich hier schon auf dem Tisch liegen. In der Zwischenzeit würde ich ganz gerne den Mann begrüßen, der das hier erfunden hat. All sein Wissen ist da drin. Er war schon öfter bei uns. Ich freue mich immer sehr, wenn er da ist. Dr. Markus Tannhuber, unser technischer Vorstand. Hallo, Frau Wegmann. Ich grüße Sie. So, ein ganz herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Es freut mich, dass ihr wieder gestartet seid hier. Lustig, fröhlich hier. Fasching, ein bisschen, was ist hier da? Wissen Sie, was da drin ist? Ja, ein weißer Hase wahrscheinlich. Oh, ich sehe da was ganz anderes. Da gibt es ja heute noch was zu sehen. Ja. Okay. Ja, sehr schön. Ich habe versprochen, ich kündige mich ein bisschen an. Ich habe beim letzten Mal mitgenommen, dass es einiges an Fragen gab rund um das Thema Brushless Engines. Ja. Und wir haben gesagt, wir bereiten ein bisschen was auf für das nächste Mal zum Thema Brushless Engines. Wird versuchen, das etwas technisch darzustellen, sodass es trotzdem noch verständlich ist und auch nicht allzu viel Zeit in Anspruch nimmt. Nee, ich bin ja auch noch da. Sie sind ja auch noch da. Wir werden es also hinkriegen oder auch nicht. Mal schauen. Ich bin da immer sehr optimistisch. Okay. Ich mache dann die Blondinen-Version und Sie machen das ordentlich. Okay? Ja, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt bei uns zwei. Nee, das kriegen wir schon hin. Und ich würde anregen, also für alle, die jetzt draußen zuhören und die Fragen haben zum Thema Brushless Engines oder Engines, Motoren, Elektromotoren generell, schreiben Sie uns das. Wir werden das bei der Aufbereitung jetzt berücksichtigen. Die nächste Sendung ist im März. Ja, am 23. März. Und bis dorthin werden wir versuchen, das aufbereitet zu haben und dann soll es losgehen. Ja, sehr cool. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Ich freue mich sowieso immer drauf. Und dann sehen wir Sie spätestens am 23. März hier am Tisch. Am Tisch. Mit allem Möglichen. Ihr ganzes Wissen wieder mitgebracht da dann hin. Ja, genau. Coole Sache. Würde überall reinpassen, Caroline. Okay, wir brauchen einen größeren Raum für nein, den nein, Platz. Nein, gar nicht. Nein, wunderbar. Nicht, vielen Dank, dass ihr heute kurz da seid. Herzlichen Dank, euch viel Spaß. Ja. Und ich schaue noch ein bisschen zu. Dann das ist cool, da kann ich Sie ja noch ein bisschen befragen. Ja. Tschüss. Sehr schön, wunderbar.
Folgendes, Pia, wie sieht es eigentlich aus? Hast du so mal 10 Fragen für mich, die ich in einer Minute abdingsen kann? Was sagt man denn, wenn ich nicht weiter weiß und Dings sage, dann beantworten kann? Gib mir noch einen Moment, ich habe noch kein Mikro. Du hast noch kein Mikro? Ach so, ja. Okay, gut. Dann mache ich mal an dieser Stelle Folgendes, das wollte ich immer schon und diesmal wird die Liste länger. Und ich fange auf Englisch an. So my very, very warm regards, best greetings from my end to Norway, Sweden and Denmark. You've been here last Monday, was crazy funny. David, Canada, hi. And to South Africa, also my warm regards. Natürlich in meiner Heimat in Ostfriesland, auch nach Ostwestfalen und an den Stammtisch. Und an dieser Stelle auch an meinen Kollegen Rainer Tramsen, der das letzte Mal in der Weihnachtsshow bei mir war und jetzt mit Bein auf dem Sofa sitzt. Deswegen kann er hier nicht stehen. Aber irgendwann werden wir ihn vom Sofa wieder daher zerren und dann wird er wieder hier sein. So, Pia, die eine Minute ist rum. Sehr gut, wunderbar. Ich glaube, ich habe jetzt ein Mikro. Sehr schön. Und wir starten gleich mal mit einem, ja, hier einer Blitzrunde, initiiert von unserem Fan Roman Haller, der sich ganz viele Fragen für uns ausgedacht hat. Und da haben wir gedacht, das belohnen wir und fangen damit gleich mal an. Und bist du bereit? Ich stehe ja hier. Alles klar, dann let's go. Wird es eine neue Akkusense mit Messer und Faden geben? Ja, wir sind gestartet damit. Das Projekt ist angedacht für nächstes Jahr gefinisht zu werden. Aber ja, machen wir. Erzähle ich wahrscheinlich im März in unserem auch Rasen-Special neben den Brushless-Motoren etwas mehr dazu. Wenn ja, wann und worin besteht der Unterschied zu den bestehenden Sensoren? Genau, das machen wir im März. Alles klar. Werden neue Akku-LED-Strahler mit Stativ kommen? Und wieder, was ist der Unterschied zu den bisherigen? Ja, wir sind dabei, unser Lampensortiment zu erweitern, ziemlich massiv sogar. Wir starten jetzt in der nächsten Zeit damit, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich aber nichts mehr, aber für nächstes Jahr kommen wir dann mit allen möglichen neuen Lampen, also auf Stativ groß für viel Licht, was mit Stab für gemäßigtes Licht, aber auch für die Autoschrauber etc., dass wir da noch ein bisschen cooler aufgestellt sind. Noch eine kleine und dann haben wir natürlich schon unser Sortiment, hier steht auch einiges, aber ja, da sind wir massiv dran. Das wird cool, das wird hell. Nice. Wird ein neuer Akkusauger als Nachfolger des TVC1810Li kommen? Vielleicht sagst du noch kurz, welcher das ist. Das müsste der Beauty Case Sauger sein. Genau, das ist der Kastensauger, der schöne von uns. Wir haben ja, ich halte ihn jetzt mal ins Bild und den behalte ich dann gleich mal bei mir, weil den werde ich gleich als erstes präsentieren. Wir haben also anstatt Beauty Case hier ein Stickback, also ein Stiel. Hausstaubsauger. Das ist tatsächlich ein Sauger, der erste von uns, der primär für den Haushalt konzipiert worden ist und nicht für die Werkstatt. Da, da, da. Jetzt nicht abschweifen hier, weiter geht's. Wird ein neuer Akkubläser kommen? Bläser? Ja. Nicht nur einer. Wir kriegen einen Universalbläser, wir kriegen einen 18-Volt-Bläser, einen 36-Volt-Bläser, dann kriegen wir noch einen Laubsaugerbläser, 18 Volt und 36 Volt. Voll die krassen Geräte. Die werden gerade alle gelauncht, die gehen dann in die Produktion. Einiges bekommen wir ab April und Mai und den Rest bekommen wir zum Herbst. Da ist richtig Wind hier in der Bude dann. Okay, apropos krass, wird ein neuer Akku-Bohrhammer kommen? Wir bekommen nächstes Jahr mindestens zwei weitere Akku-Bohrhammer, 18-Volt-Geräte, die das 18-Volt-Sortiment erweitern. Wir haben ja den großen Hiroko mit 36 Volt hier hinter mir und die anderen bauen wir auch noch weiter aus. So, jetzt ein etwas exotischeres Gerät. Wie sieht es mit der Akku-Kühlbox aus? Ja, ich hatte da ganz nette Gespräche letzte Woche mit meinem hochgeschätzten Kollegen Stefan, der da mittendrin und dran und drunter und drum ist. Der hat mir hoch und heilig versprochen, wie in meinem Leben, dass ich auch dort zum Start tatsächlich ab März, spätestens April, aber ich denke, dass ich März schon viel, viel mehr dazu sagen kann, weil ich möchte jetzt nicht so eine Luftblasen erzeugen, aber es sieht zum ersten Mal richtig gut aus. Und auch noch schön wird es auch noch. Ja, top. Klingt doch super. Ja. So, und jetzt zu einem etwas vielleicht aktuelleren Gerät. Wird ein Akkuventilator kommen? Da-da. Ich habe da was gefunden. So, Ventilator kommt im Herbst in den Markt. So sieht er aus.
bumm, dreistufig schaltbar, komplett drehbar. Den kann ich komplett über seine eigene Achse mir in jede Position hintun. Kann ich sogar aufhängen. Schickes Gerät, rot-schwarz, dreistufig. Ich finde es sehr, sehr schön geworden, muss ich ehrlich sagen. Absolut sicher auch, den kann ich nirgendwo reintatzen, da passiert auch nichts. So ist er. Ungefähr September. Das war's in der Zwischenzeit von Roman. Okay, aber gut. Hier, wenn ich mir angucke, unsere Community hat schon wieder jede Menge Fragen reingestellt. Neben wann kommt der Ventilator? Der tatsächlich so ein, ich glaube, das ist schon ein Publikumsliebling, wenn ich mir das hier angucke. Vielleicht mal kurz noch zur Zwischenklärung. Gilt die Akku-Aktion auch für die Schweiz? Wir haben hier massiv viel Vertrieb sitzen. Ich kann die Frage echt nicht beantworten jetzt, weil ich null Vertrieb bin. Ich mache immer so einen Eindruck, aber mein Chef steht da vorne, der ist Technik. Das weiß ich wirklich nicht, aber vielleicht können wir das noch irgendwie per Skype-Modularitäten in die Community mit unseren Menschen klären. Yes, machen wir. Und ansonsten posten wir das morgen ab im Nachgang. Können wir noch ein paar Informationen liefern. Alles klar, dann weiter zu einem, okay, ja, okay, mach mal Stick weg. Wir machen gleich nochmal so eine Powerrunde. Das Ding ist nämlich, wir haben tatsächlich heute so cool Produkte in der Hand am Lager für euch verfügbar. Das erste habe ich gerade schon in der Hand gehabt hier, unser Sauger. Der ist echt ziemlich lässig, der hat eine Bürste hier. Also ideal für Teppich. Der Fuß ist mega drehbar, wendbar. Und das Allercoolste, ich packe gleich einen Akku rein, ist, der hat Licht. So, den kann ich natürlich auseinandernehmen. Er ist sehr schön. Ich mache das jetzt einmal, damit es hier gleich ordentlich fies aussieht. Der hat hier den zylindrischen Behälter. Ist ein Zyklonensauger. Hier, den kann ich natürlich hier auch vom Rohr sozusagen befreien. Wenn das mal gehen würde hier bei mir. So, ich packe das mal weg kurz. Wir kriegen jetzt, das habe ich heute noch nicht in der Hand, aber auch einen flexiblen Schlauch dafür. Und mit diesem flexiblen Schlauch kann ich dann tatsächlich den aus dem heiligen Haushalt entfernen und ein Werkzeug anschließen. Zum Beispiel Stichsäge, Handkreissäge, egal, Hobel, Zeugs. Damit kann ich dann auch absaugen. Primär, sage ich aber nochmal, ist er tatsächlich als Haushaltsstaubsauger konzipiert. Was mir besonders gut gefällt, ist neben dem Licht, und der hat echt Dampf. Ich habe ihn gestern Abend in nach Hause genommen. Und viele hier wissen, dass ich dann immer sehr genau hinschaue. Er ist wirklich gut. So, aber was mir besonders gut gefallen hat, ist dieses ewige Gezicke, wie kriege ich denn die Klappe zum Entleeren auf, geht ganz einfach, da haben wir den Salat. Ja, zack, bumm, wieder zu. Was auch sehr einfach ist, hier ist der Filter. Es ist ein ganz feines Mesh und da drin habe ich einen Papierfilter. Den kann ich auch ganz leicht rausnehmen und den kann ich ausblasen. Offiziell heißt es immer, und das ist auch so, dass ich den auch nass reinigen, also sprich waschen kann. Erfahrung von meiner Seite aus mit diesen Papierfiltern, Wasser und Waschen ist einfach. Hinterher habe ich trotzdem Beton. Ich rate aus meiner persönlichen Sicht immer zum Ausblasen, Ausschütteln dieser Filter, dann habe ich da keinen Stress hinterher. So, und jetzt bauen wir den mal zusammen und dann mache ich den gleich mal an. Irgendwas hat hier gerade komische Geräusche gemacht. So, Akku rein. Jetzt guckt euch das mal an. Der hat zwei. Helmut, ich sollte dir Bescheid sagen, wenn ich die Maschine anmache. Die Maschine geht jetzt an. Vorne ist das Licht. Helmut ist begeistert von mir und mein Erdbohrer auch. Ich bin gleich wieder bei euch. Kann mir das irgendjemand abnehmen? Passt. Der liegt ja gut. So. Also nochmal, Maschine an. Helmut, bist du bereit? Stufe 1 und Stufe 2. Mega cool, mit Licht. Das ist also wirklich, finde ich, eine coole Geschichte. Ich kann im Eco-Modus sagen, ich kann im Boost-Modus sagen. Boost-Modus ist die volle Power vorne drauf. Nimmt dann natürlich ein bisschen mehr Energie aus diesem Akku raus. Der kommt mit einer Wandhalterung, im Lieferumfang enthalten quasi. Die schaut so aus. Das ist die Wandhalterung mit einer flexiblen Düse, ideal zum Autoaussaugen, diese Sache mit Sitzschweller dazwischen und so einer Düse, Polsterdüse, kleinen Düse. Ich kann diese Wandhalterung einfach daran packen und dann passt
Der Akku da hinten rein, Akku drauf, alles klar. Was wir nicht gemacht haben, ist, wir lassen den Akku nicht in der Wandhalterung laden. Laden machen wir ganz einfach mit unseren Standardladegeräten, allen Schnellladern. Dann sind wir nämlich schneller. Wir sind wesentlich schneller damit, als wenn wir hier mit irgendwie 0,5 Ampere in diese Wandhalterung gehen würden. Wir finden, dass Akkus für Staubsauger schnell wieder geladen sein sollten und nicht ewig dauern sollten. Deswegen haben wir die Möglichkeit, auch wenn jemand 2, 3 Akkus im Haus hat, wenn einer leer ist, den nächsten rein. Wechselakkusystem. Laden auf unserer ganz normalen Ladeeinheit wie immer. Also, das ist unser Stickvac. Der ist verfügbar, der ist da. Schön rot, handlich, sehr leicht und der saugt wirklich gut. Also, wenn ich schon was vom Staubsauger halte, dann können die tatsächlich was. Kann ich nur empfehlen. Also, da ist er. Jetzt habe ich auch genug Werbung für den gemacht, aber der ist echt cool. Kann ich nicht anders sagen. Ich nehme mal den Akku hier raus und ich hätte vielleicht auch noch mal saugen können hier unten. Okay, Liste auf. Was haben wir dann noch? Zum Thema Saugen habe ich noch was. Und hier nochmal schöne Grüße auch an meinen Bruder, der wartet sehnsüchtig auf das Ding. Das war nämlich eigentlich so, schon vorher geplant. Seht ihr das? Haben wir es im Bild? Das ist unser Aschesauger. Ist ein wirklicher Aschesauger mit Akku. Mega praktisch. Wir kennen das von diesen Aschesaugern. Meistens ist das Kabel zu kurz oder ich habe überhaupt keine Steckdose. Irgendwo beim Feuer. Der ist natürlich für Kamin drinnen. Genauso gut aber auch für draußen Grill aussaugen. Schlauch ist innen drin metallisch verstärkt. Kommt mit einer Aluminiumdüse, die ich vorne drauf packen kann. Und ich wollte euch mal im Folgenden zeigen. Das hier ist der Filter. So, der Filter sitzt extrem unter Spannung hier drauf. Und hier ist ein Mikroschalter. Und auf dem Filter, sowohl als auch hier innen drin, ist so ein Pfeil-Ding. Pfeil auf Pfeil draufdrehen. Ich brauche wie immer die Brille dazu, sonst sehe ich wieder nichts, aber egal. Machen wir jetzt mal einfach. Und dann arretiert auch, dann macht das einmal klack und dann habe ich den Filter sauber fest drauf. Filter kann ich ausblasen, natürlich, klar, fertig. Dann habe ich hier noch so eine super Taste, da. Das ist für die Luftumkehr innerhalb des Saugers, damit ich tatsächlich durch Luftumkehr den Filter zwischenreinigen kann. Wenn ich merke, der saugt nicht mehr, weil er total dicht ist mit feiner Asche, kann ich also über die Luftumkehr den Filter selber auch nochmal reinigen. Und irgendwann muss ich es eh rausnehmen. Und dann kann ich den ausblasen. So schaut er aus. Kleiner handlicher Sauger ist er geworden, finde ich. Kabel kann ich sauber hier drunter verstecken. Das drehe ich am besten ein, dann habe ich das verstaut und dann bin ich gut. So, das ist also unser Aschesauger. Der ist da. Den haben wir jetzt. So, die Kaminzeit ist ja bald vorbei. Deswegen kommt dann jetzt anschließend gleich die Barbecue-Zeit. Pia, Jus. Freilich. Ich suche nur gerade, ich denke gerade, wo ich dann diesen tollen Schaum hingeworfen habe. Aber das findet sich schon. Also ich schlue euch jetzt mal was auf den Tisch. Der technische Vorstand besorgt mir jetzt persönlich. Oh mega, danke schön. Super, sehr lieb. So, also unsere Koffer kennt ihr. Unsere E-Cases heißen sie, sehen so aus. Schön rot, stapelbar. Vorne auf, ich habe hier jetzt ein bisschen was drin. So, die kommen mit Foam, also auf Hochdeutsch Schaum. Dazu gibt es zu kaufen Fachteiler. 2, 3, 4. 2 lange, 3 mittlere, 4 kurze. Die kann ich also zusätzlich dazu kaufen und die kann ich auch hier einfach einsetzen, das passt. Welchen? Den? Okay. Das Gewinnspiel? Also, hier sind die Fachteile, gibt es separat zu kaufen. Dann haben wir auch für diese Koffer einen Schaum, der schon gerastert ist, also einen Rasterschaum. Und den kann ich mir, je nachdem, was ich da reinlege, ganz genau auseinanderreißen. Der ist also nicht nur für Werkzeug, da kann ich auch, wenn ich eine Kamera reintue oder empfindliche Sachen, kann ich mir das ganz genau auseinanderzerren, je nachdem, was ich brauche. Und dann ist das komplett safe.
Das ist also das Zubehör. Und jetzt kommt der Oberknaller auf diesem Planeten. Den Koffer haben wir. Jetzt haben mir viele Leute immer erzählt, ja, das ist super mit eurem Koffer. Aber Ding ist ja, die großen, großen Geräte passen nicht rein. Also eine Handkreissäge passt da nicht rein. Ja, haben wir auch festgestellt. Haben wir also Folgendes jetzt gemacht. Kommt im September. Den habe ich noch nicht, ja. Also wie das Oberfräsenphänomen, nur schneller. Das hier wird unser Masterpiece und das wird die Grundlage unseres kompletten Systems. E-Case Trolley heißt das Ding. Das ist also ein großer Behälter, den ich, wie die anderen auch, einfach öffnen kann. Innen drin habe ich hier, wir nennen das sowas wie Handwerkzeugablager, da kann ich aber natürlich alles reintun, ist ja wurscht. Hier passt jedes Gerät von uns rein. Das ist dabei und kommt drauf. So, dann habe ich hier schon mal eine Basis. Diese Basis ist insofern so cool, weil es mega stabil ist. Ihr wisst ja, auf unseren Koffern, da kannst du drauf rumspringen. Die benutze ich ja mal als Leitern hier. Habe ich nicht gesagt. So, gucken wir uns das mal von hinten an. Genau, das war das Zeichen. Die muss ich gleich auch noch, erinnert mich dran. Steht das da? Ja. So, fest integrierte Rollen, zwei Stück. Teleskopierbarer Griff hier oben drauf. Mega stabil. Hier unten habe ich so einen Auftritt quasi. Das heißt, wenn ich den abkippe, weil ich den komplett hochgeladen habe oder auch die Treppen raufzerre, kann ich damit sicher und stabil mich bewegen. Hier kann ich bis zu 120 Kilo draufschmeißen. Das kann ich natürlich, es gibt Menschen, die können das tragen, aber das trägt ja auch keiner mehr mit der Hand. Hier kann ich aber tatsächlich wahllos x-beliebig viele Koffer draufschmeißen und fixieren. Auch wenn ich nicht mehr drüber gucken kann, wenn das Gewicht ansatzweise passt, sollte das gehen, zumachen und dann kann ich los damit. Den gibt es also dann als E-Case L heißt der, passend für alle unsere Koffer. Den gibt es auch noch in einem Set mit noch zwei dann dabei, kommt ein bisschen später, aber auch Tendenz ab September aufwärts. Dann werden wir bauen einen so mittelhohen noch dazu, den man auch dazwischen integrieren kann und noch weiteres andere. Das wird voll cool. Das Gute ist, die sind mega stabil. Die sind richtig fett stabil. Auch hier wackelt nichts, auch wenn wir haben das schon so hoch beladen. Das ist unglaublich cool. Also ihr könnt euch denken, ich werde damit in Urlaub fliegen, aber das ist, nee, das ist wirklich gut. Es wird einfach super gut. Diese Rollen, die sind groß, die sind leise, die funktionieren. Und dann kann man damit unterwegs, ne? Ich nehme mal den Schaum mit raus und dann habe ich jetzt wieder Platz. Also das zum Thema Koffer. Läuft. So Elke, jetzt lass uns mal ein Spiel spielen. Ich sag Ober, du sagst? Fräse. Ja, gibt es eine Frage zur Oberfräse? Ja, die eine klassische Frage. Wann kommt sie? Ich sehe, du hast da ein Update für uns. Ich sage September 2022, also in diesem Jahr. Ja, ich habe sie schon mehrfach in der Hand gehabt. Ich habe auch hier nach wie vor eine. Wir sind mittendrin dran drum. Läuft wunderbar. Magst du sie ganz kurz in die Kamera halten? Ja. Der teuerste Assistent der Welt. Danke, danke. Also, sie kommt mit Zubehör. Das haben wir jetzt hier gerade nicht, aber es macht nichts. Das hier ist die zweihandgeführte Oberfräse. So sieht sie aus. Wird sie aussehen. Und sie kommt einmal als Set. Completo Grando. Mit also Einhandfräse und zweihandgeführter Tisch mit einem Zubehör mit Zirkel, Parallelanschlag und. Ich kann auch diesen Trimmer, diesen Kantenfräser separat haben als Einzelgerät oder einfach eine komplette Fräse mit ohne noch extra. So, das gibt es, dass es auf dem Weg kommt. Auf den Drehteller. Soweit ist es jetzt. Na gut. Tschung. Und Pfump. Wofür haben wir eine Poliermaschine, sage ich immer. Ja, ist auf dem Weg. Also September. Cool. Ich würde sagen, wir machen zur Abwechslung mal eine Frage, nicht wann kommt irgendwas, sondern
Kann man mit der Handkreissäge eigentlich auch Stahl schneiden mit dem richtigen Blatt? Ja, also mal ganz ehrlich, Freunde. Man kann ganz viel auf diesem Planeten. Es ist so, bei unseren Handkreissägen kann ich die Geschwindigkeit nicht regulieren. Das heißt, ich kann auch diese Geschwindigkeit nicht runterfahren. Und die drehen sehr hochtourig. Ich möchte nicht, dass irgendjemand mit so einer Handkreissäge Stahl schneidet. Punkt. Holz, Kunststoff, ja, nein, Rest. Und ich werde immer das Gleiche wieder erzählen. Da bin ich ziemlich hartnäckig bei diesem Thema, weil es geht letzten Endes um ein nicht unerhebliches Verletzungsrisiko. Klar weiß ich, es gibt diese Sägeblätter und klar alles, ja, nein. Möchte ich nicht. Wie sieht es mit einem Akkuflüsterkompressor aus? Ist sowas unterwegs? Ja, ist in der Arbeit. Ist in der Arbeit. Wir haben ja schon die mit dem Kabel dran, haben wir ja schon 3 mittlerweile. Ist auch wirklich super vom Sound, weil die kannst du wirklich laufen lassen und dabei weiterarbeiten oder dich unterhalten. Und die Nachbarn stört es auch nicht. Ist in Arbeit, ist in der Pipeline, dauert noch ein bisschen, wird nicht dieses Jahr mit Sicherheit nicht, also für nächstes Jahr. Aber ja. Wir müssen noch ganz kurz was hier richtig stellen. Richtig. Und zwar gab es Diskussionen zum Preis vom Stickback. Und genau, wie sieht denn da die Preisgestaltung aus? UVP, also der unverbindliche Preis-Dings-Empfehlung, ist 129,95, wenn ich das richtig weiß. Genau. Ohne Akku-Ladegerät. Also das ist ein Solo-Gerät. Genau, da schwirrte nämlich gerade ein Mythos von 170 Euro durch die Kommentare. Das mussten wir gerade mal richtig stellen. Nein, der kostet, also UVP ist 129,95. Ist übrigens dann auch, ich weiß nicht genau wann, aber dann bald auch verfügbar in der Schweiz. Das weiß ich vom letzten Wochenende. Wie sieht es denn mit einer Akku-Tauchkreissäge aus? Ja, wir sind dran. Wir sind dran, mittendrin, dran, drum. Ich gehe jetzt mal auf nächstes Jahr. Ja, ich sag nächstes Jahr. Habt ihr schon gesehen? Wir haben einen Erdbohrer, der ist so cool. Magst du uns was drüber erklären? Ja, hier das Video. Das ist der Hammer. Hier sehen wir also den Erdbohrer in Aktion zum Löcherbohren in den Garten, um zum Beispiel Zaun zu setzen, irgendwas zu bauen, was ich hinterher wahrscheinlich betoniere oder ein Rohr ranziehe oder. So, man sieht schon, Erdlöcher bohren war immer schon ein bisschen unsexy. Also es ist einfach Kraftaufwand. Dieser Erdbohrer hat tatsächlich 2 Powerstufen im Lauf. Stufe 1 ist so zum, wir nennen das Eingewöhnen. Und Stufe 2 ist dann schon diese brachiale Nummer. Das Ding kann dich auch mit rumziehen. Da brauchen wir überhaupt nicht reden. Der hat Dampf ohne Ende, aber was will ich denn, wenn ich Löcher bohren will? So, und dann hat er auch noch einen Rückwärtslauf. Das ist für dann, wenn es schief gegangen ist, sage ich immer. Also wenn man so fest sitzt, dass man das Ding nicht mehr liften kann. Im Rückwärtslauf ist es natürlich so, da habe ich nicht diesen Erdauswurf, sondern dann kann ich nur noch die Maschine da rausknallen. Aber ich sage euch, Erdbohren ist eine anstrengende Arbeit. Ich möchte bei diesem Erdbohrer nicht wieder hören, wie beim Hochendaster, dass es ja anstrengend ist. Es ist so. Aber es ist ziemlich cool. Der hat Dampf wie Tier. Der kommt mit einem 150er Bohrer da. Wir haben dafür auch noch einen 120er Bohrer. Und wir haben ziemlich cool dafür ein Rührwerk. Das heißt also, wenn ich die Löcher gebohrt habe, kann ich das Rührwerk einspannen und mir meinen Beton damit anrühren. Bin ich also ausgestattet. Lustigerweise und interessanterweise haben wir auch noch so eine Verlängerung dafür. Wenn das Loch also noch nicht tief genug ist, ja, kann ich die Verlängerung einsparen und dann komplett übertreiben. Da muss ich mir aber sehr genau überlegen, wie ich das Ding wieder rausziehen will. Frage ist, bin ich wirklich groß genug dafür oder brauche ich Systemkoffer, auf die ich mich stellen kann? Nein, das lässt die BG nicht zu, ich weiß. Aber nein, also es gibt es alles dafür. Und das Coole ist, wir haben ihn hier. Er ist da. 2 Schaltstufen, 1 Rückwärtslauf, kompaktes Design, der ist wirklich mega stabil über hier. Wir haben also diese Griffe, die ganze Konstruktion so gebaut, dass da nichts hin und her lämmerschwanzen kann. Das Ding ist stabil wie ein Brett, damit kann ich richtig arbeiten. Aber das ist Sport. Ah, gut, dafür haben wir es ja. Also das ist unser neues Sportgerät, Saison 2022 Nummer 1. Ich tue ihn mal eben aus dem Bild, sonst falle ich gleich drüber. Ich kenne mich. Ich bin wieder da. Kann ich noch was zeigen? Ja, hau rein. Und das Lustigste, was wir ever gemacht haben und das Coolste ist unser Schneeschmeißer.
Also, Schneewerfer haben wir hier. Helmut, hast du ein Video? Helmut sagt ja. Oh ja, ich durfte deinen Namen nicht erwähnen, da war irgendwas, ne? Jetzt noch 100 Mal. So, da seht ihr ihn. Ja, das Name nicht genannt werden darf. Genau. Das ist also unsere Akkuschneefräse. So sieht sie in Aktion aus. Sie hat eine Wurfbreite oder eine Arbeitsbreite von 40 cm. Schneetiefe maximal, sagen wir, 20. Wir haben zu Anfang immer erst gedacht, die ist nur für trockenen Schnee. Es geht aber auch so mit so ein bisschen mittelmäßig gebarzten Schnee ganz gut, muss man ganz klar sagen. Die kann ich einstellen, Linksauswurf, Rechtsauswurf oder geradeaus. Ist ideal zum Gehwegräumen. Ist ideal auch für kleine Flächen zum Räumen. Es macht natürlich jetzt keinen Sinn, 800 Quadratmeter erstmal den Schnee von A nach links zu schaffen und dann den ganzen Kram auf die andere Seite. Da werde ich nicht fertig. Ja? Aber Gehwege, Auffahrten, alles aus dieser Couleur. 36 Volt, zwei Akkus rein. Akkus haben eine super Standzeit in dieser Maschine. Damit kann man wirklich Meter machen. Also der Winter, ich weiß, der Winter ist fast durch. Ja? Aber für nächstes Jahr, für nächsten Herbst, naja, sagen wir Winter, wenn der Schnee kommt, hier ist sie. Und wie immer, ne, Akkus sind Haustiere, Akkus rausnehmen bei Frost. Ja, ich sag mal, irgendwo gibt es bestimmt noch Schnee und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass wir eventuell heute ein paar Gäste auch hier aus der Schweiz haben. Deswegen, da gibt es bestimmt in dem einen oder anderen Örtchen noch etwas Schnee. Da, wo ich war, war noch keiner mehr, aber auf den Bergen habe ich Weiß gesehen auf jeden Fall. Ja, gut. Was gibt's noch? Pia, hast du noch was? Ich würde sagen, wir machen weiter mit deinem Lieblingsthema. Ironie aus. Dein Lieblingsthema? Ironie aus? Das DAB-Radio? So, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Unsere Kollegin Julia hat mir ihren Zylinder geliehen und auch ein passendes Häschen dazu. Das Häschen habe ich jetzt nicht hier. So. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ne, für so Fragen, wo ich Stand heute tatsächlich noch nichts Näheres mehr sagen kann, so, dass ich mir dann was ausgedacht habe. Anstatt hier zu stehen und nichts zu sagen, mache ich Folgendes. Ich habe anstatt Radio habe ich Folgendes für euch. Tada! Der ist noch ungelabelt, weil ich habe ihn noch nicht in der Hand. September, Oktober kommt unser 8 Amperestunden Akku in den Markt. Ist also auch ein wandelbarer Akku von 5 Aha auf 8 Aha. Mega lange Laufzeit in Konsequenz, 1350 Watt Druck. Bam, unseren 4-6er Multi-Aha, den hier, den kennt ihr ja schon. Das hier wird der 8er. So sieht er aus. Der geht mal wieder in den Zylinder, weil vielleicht kommt noch eine Frage zum Radio, dann brauche ich das nochmal. Ich glaube, wir verzeihen dir, dass es jetzt keine Info zum Radio gab, weil der Akku ist ja schon ziemlich cool. Der ist cool. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem Thema Akkuschrauber. Hast du da was Schickes für uns, was Neues? Eventuell vielleicht ein Akkuschrauber Brushless mit Pit-Aufnahme direkt an der Spindel, also ohne Bohrfutter, den sich der Carly Meyerhofer wünscht? Naja, den, sage ich dann in der Reihenfolge. Ich bekomme einen neuen, 3X heißt der hinten. Den habe ich April, Mai. Und ich gucke gerade, ob ich den hier habe. Irgendwo habe ich was gesehen. Den habe ich, glaube ich, hier nicht griffbereit. Dr. Tannhuber, können Sie da mal hinten in meinem Chaos gucken, kurz? Also, ich bekomme einen 45 Newtonmeter, aber Carbon Brush, also Kohlebürstenmotor angetriebenen Akkuschrauber mit aufsetzen. Einmal die Bitaufnahme direkt dran und dann hat er ein Bohrfutter, das ich aufstecken kann. Und er hat zwei Winkelaufsätze, die ich aufstecken kann. Einmal einen Exzenterwinkel und einmal einen scharfen. Also den kriege ich, aber es ist nicht brushless. Das ist ein sehr kompakter, handlicher, kleiner Schrauber geworden, der ideal für den Haushalt und ich baue die Regale und Co. zusammen und ich muss irgendwo hin, wo ich sonst keinen Platz habe. Der kommt. Der ist auch schon im Katalog. Das wird April, Mai diesen Jahres. Aber wenn ihr brushless wollt, kann ich das verstehen. Das gebe ich jetzt mal an dieser Stelle weiter an meine Kollegen. Während sich die Damen und Herren da besprechen, zeige ich euch mal was. Also wir verlosen ja heute hier unseren Reifenfüller. Das ist ein 11 Bar Kompressor. Zum Befüllen von Fahrradreifen, Autoreifen etc. pp. Alles Mögliche. Das Coole ist, der wiegt nichts. Der ist klein, der passt in jeden Rucksack. Den kann ich mir einfach ins Auto schmeißen, dann habe ich ihn dahin, wo er hingehört.
Druckschlauch dran, Schlussventil. Ich habe eine Luftmatratzen, das heißt einen Luftmatratzenadapter. Ich habe eine Ballnadel dafür und auch noch ein Fahrradventil zum Aufschrauben. Alles dabei. Und er hat eine LED-Anzeige. Hier kann ich den Druck einstellen, dann stoppt er. Oder ich lasse ihn einfach weiter durchlaufen. Ich kann ihn manuell betreiben oder auf Dauerlauf haben. So schaut's aus. Das ist er, den verlosen wir ja heute in Kombination mit dem 4AH-Akku und dem Ladegerät, wenn ihr wisst, wann Einhell gegründet worden ist, also im Jahr. Noch nicht da, aber parallel dazu habe ich hier was total Lustiges, das wird unsere neue Luftpumpe. Designmäßig der Knaller, das ist eine reine Luftpumpe mit ohne Bar, also mit ohne Druck. Hier kann ich Luft einmal absaugen oder einblasen. Entweder packe ich den Adapter nach oben oder nach unten. Und dann kann ich Flamingos entblasen oder aufblasen. So schaut er dann aus. Super, oder? Ich finde es so nett. Nein, also den kann man für Camping, Freizeit etc. sowieso gebrauchen. Ich habe den hier schon seit Monaten, weil ich hier immer meine Tische damit entstaube. Der Staub ist natürlich da nicht weg, aber er ist auf jeden Fall vom Tisch weg. Hier im Video sehen wir, blasen auf. Und umgekehrt wird wahrscheinlich gleich irgendetwas Größeres entblasen, hätte ich fast gesagt, die Luft rausgelassen. Ja, schönes, nettes Gerät, finde ich. Man kann auch alles Mögliche noch damit machen, was ich hier nicht erzählen darf, aus offiziellen Gründen und Sicherheitsgründen. Aber es ist mega funktional einsetzbar, aus meiner persönlichen Sicht. Also, wenn ich Hochdruck brauche, wenn ich Druck brauche, den da. Wenn ich einfach nur Luft möchte, den kleinen. Oder, wie wir sagen, beide geht auch. Und an dieser Stelle nochmal, was sehen wir da denn Cooles? Das ist ja ein Spooky-Video, das kenne ich noch gar nicht. Ah, da, genau. Da wurde geblasen. Für diese ganzen Outdoor-Aktivitäten, ne, haben wir mittlerweile ganz schön viel in der Hand. Wenn ich mir jetzt das hier, unser Verlosungsobjekt der Begierde, anschaue und noch einen Akku dabei habe und zum Beispiel eine kleine oder große Lampe, ist eigentlich egal, welche Größenordnung ich habe, und vielleicht, wenn ich das möchte, den USB-Adapter zum Laden von meinen Telefonen etc. pp. Und wenn ich noch cool drauf bin, habe ich noch die Soundbox dabei. Das passt 100% alles in einen Rucksack, ins Auto sowieso. Bin ich gut ausgestattet. Also wir sind ja mit unserer Vielfalt nicht nur Rasenmäher und Akkuschrauber, sondern fast alles. Wir würden gerade mal kurz das Video nachreichen zu dem Schrauber mit den drei Aufsätzen, weil wir das Muster gerade nicht parat haben. Aber wir haben ja hier digital. Und der Helmut, haben wir das da? Oh, cool. Helmut macht da was für uns. Ja, der ist nett. Also auch Helmut ist nett, aber das ist nett. Da, seht ihr. Da ist er. Licht. So, hier haben wir nackt direkte Bitaufnahme. Okay. Talk-Setting, alles dabei. Sogar mit Seitentasche, die ist fest dran. Und da kann der junge Mann jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten. Kommt da noch was? Der ums Eckaufsatz genau. Kommt, glaube ich, noch. Gang 1, Gang 2. So, jetzt kommt das Bohrfutter. Das Bohrfutter kann ich auch dann draufpacken, wenn ich den Bit noch drin habe. So, und dann wieder ab damit. Und mal gucken, was er mir jetzt draufpackt. Naja, genau, das ist die Nummer, wenn ich nicht geradeaus nicht reinkomme, dann nehme ich mir den Winkelaufsatz und dann bin ich nämlich schier. Das ist echt cool, auch zum Möbel aufbauen und so, muss man echt mal sagen. Und wenn ich dann noch mehr will, kann ich darauf auch noch einen Bohrfutter sitzen, da kann ich nämlich um die Ecke bohren. Das hätte ich auch schon mal gebrauchen können. Und da haben wir wieder das Phänomen, da komme ich auch wieder nicht ran, nehme ich also komplett den Exzenteraufsatz, da kann ich mir wirklich die Position aussuchen und da kann ich selbst in die letzte Fensterbank noch von hinten rein. Zack, bumm, so sieht's aus. Schön rot, bingo, bongo. Sehr schön, vielen Dank fürs Video. Gut, dass wir so viel Material haben, ne? Ja, Pia, hast du noch Fragen? Wo sind wir denn hier im Marketing? Sonst hole ich mein Highlight des Jahrtausends auf den Tisch. Und hier, Helmut, werde ich gleich sagen, wenn der Ton unbedingt aus muss und unbedingt wieder an muss. So, bahnfrei. Seht ihr das? Das hier. H.
Habe ich noch nicht, habe ich im September, aber das ist der Wahnsinn. Das hier ist unser Power Exchange Rohrreiniger. Der ist der Knaller und ich muss ihn direkt anmachen, es hilft nichts. Helmut, Ton. Ton an. Ich habe hier einen Rohrreiniger. Ich habe eine 7,60 Meter lange Spirale hier, also eine Drahtspirale, 7 mm dick. Vorne mit Spindel dran, verzinkt. Ich kann mit diesem Gerät rein, wir sagen Rohre, bis von 16 bis 55 mm. Fragen mich jetzt jeder sofort direkt, was ist mit 100 mm Rohr, WC und so. Klar kann der da rein. Das Ding ist nur, wir haben gesehen, dass er sich, dass sich die Spirale auch aufwickeln kann innen drin und dann diesen Erfolg nicht hat. Dafür brauchen wir im Grunde ein anderes Innenleben dafür. Aber wir fangen jetzt mal klein an, aber dafür ziemlich sexy und cool. Also, 7,60 Meter kann ich damit schon mal bewältigen. Ich habe einen Links-Rechts-Lauf und eine Steady-Funktion. Also ich kann links rumdrehen irgendwo rein und links rumdrehen wieder irgendwo raus. Und ich weiß, ihr lacht euch jetzt schon tot. Ich kann rechts rumdrehen, rein, raus. Ich kann links rumdrehen, rein und rechts rum, raus. Und rechts rum, rein und links rum, raus. Und dann kann ich ihn auch auf einer Position verharren lassen, wo ich dann die Richtung wechseln kann. Wenn das nichts ist, weiß ich nicht weiter. Jetzt haben mich viele Leute ein bisschen komisch angeguckt nach dem Motto, ja, und warum habt ihr das oder warum macht ihr sowas? Ganz einfach, das braucht doch im Grunde fast jeder, der ein Haus hat oder auch ein Mehrparteienhaus oder sowas in der Art und Weise. Weil es wird ja, wenn mal was verstopft ist, immer alles möglich versucht, viel auch mit Chemikalien und so und das geht meistens auch nicht so ganz gut oder ich brauche eine Schutzbrille. Wenn ich so ein Ding habe, kann ich es auf jeden Fall erstmal versuchen, bevor ich den Fachmann kommen lasse, ja, würde ich das immer damit erstmal versuchen. Und das habe ich doch dann da in der Hand. Das kann ich irgendwo hinstellen, zack, dann ist es dort. Da brauche ich nur noch einen Akku, den hat eh jeder, der irgendwas Rotes hat von uns. Und dann kann ich losmarschieren damit. Ich finde es cool. Kann man auch verleihen an Nachbarn, der Stress hat sonntagnachmittags. Hilft auch für Freundschaft und so. Also, Rohrreiniger kommt im September. Ich finde es echt irre gut geworden, muss ich ehrlich sagen. Der hier hat noch ein bisschen wenig Label, den ist noch ein bisschen mehr Text dann drauf. So schaut's aus. Ich weiß gar nicht, ob die Poliermaschine das Ding aushält, aber ja, nee, nicht ganz. Poliermaschine und Rohrreiniger sind noch keine Freunde. Wir arbeiten an einer neuen Poliermaschine, die auch einen Rohrreiniger tragen kann. Gut. Nein, aber ich finde es echt praktisch. Also das kann man schon gebrauchen. Sehr gut. So, jetzt. Oh. So, jetzt wieder ein bisschen Seriosität hier. Wieso? Das war total seriös. Was hast du gegen Rohrreiniger? Das ist mega. Ja, lass uns doch mal über Akku-Winkelschleifer sprechen. Hast du da was Schönes für uns? Was Neues? Nee, ich habe im Moment nichts Neues in der Hand. Also nicht so wirklich neu. Wir haben die drei Axios Brushless, 115, 125, 150. Dann kommt noch ein neuer 115er und ein 125er, die etwas anders aussehen. Aber wir sind dran an einem Winkelschleifer mit Konstantelektronik und regulierbarer Drehzahl. Nächstes Jahr. Wie sieht es denn mit einem 36er Modell aus? Ich sehe da irgendwas mit dir. Und da denke ich immer, den haben wir schon so lange, den haben wir noch gar nicht in der Hand. Das stimmt ja immer gar nicht, was ich mir so zurecht denke. Ja, so. Der Gerät, den hatte ich Weihnachten schon in der Hand, glaube ich. So, da ist er. Zwei Akkus, 36 Volt, Winkelschleifer, 230er. Voll das Knallertier geworden. Ich habe hier drehbaren Griff, damit ich über jede Position arbeiten kann, genauso wie ich den Handgriff oben über drei Positionen montieren kann, je nachdem links, rechts oder wo ich gerade zum Material stehe. Ich habe hier jetzt einen Volltrennschutz aufgezogen, der kommt mit dem halben für eine Schrubbscheibe. Den gibt es extra dazu zum Kaufen. Der kommt mit einer Fixierungsmutter ohne Werkzeug dabei. Das wird also schon ein bombastisches Gerät, muss man ganz klar sagen. Der wiegt auch ein bisschen was. Das ist auch so ein Gerät, wo ich sage, da könnte man mal, wir kriegen so einen Gürtel mit den Akkudummies, wo ich die Akkus hinten am Körper trage oder wo auch immer am Gürtel und dann nur die leichten Dummies hier drin habe zur Stromversorgung. Das ist auch so ein Gerät, wo vielleicht das mal eine Option wäre, damit ich nicht das ganze Gewicht in der Hand habe. Aber der ist on the way. Landing Date, muss ich jetzt mal ganz scharf nachdenken, habe ich so gar nicht im Kopf, aber dürfte auch Tendenz Oktober werden, 2022, also in diesem Jahr.
So wird es aussehen. Winkelschleifer. Winkelschleifer. Ja, es sieht doch ganz super aus. Ja, ja, ist ein cooles Gerät. Ist natürlich jetzt auch nicht jedermanns Heimwerkergerät, aber es ist schon gut, wenn man die Möglichkeit hat für die großen Projekte. Wie auf jeden Fall. Sieht es denn mit einer Akkufettpresse aus? Da haben wir uns tatsächlich dagegen entschieden. Wir haben Fettpressen, diskutieren wir häufiger, weil auch alles das, was ihr schreibt und fragt, nehmen wir natürlich auch immer mit in die anderen Abteilungen. Und die Fettpresse ist bei uns, Stand heute hier, jetzt, nicht in der Mache. Wir finden das ein bisschen sehr nischig, das Produkt. Und deswegen haben wir das noch nicht in Angriff genommen, muss ich ganz klar sagen. Das heißt nicht, dass es nicht kommt. Wenn ihr uns jetzt jeden Tag 150.000 Mal Fettpresse schreibt, das mag auch was bewirken. Das kann schon sein, aber im Moment ist es nicht in der Pipeline. Wie sieht es mit der Kartuschenpresse aus? Ja, 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 die ist fast fertig. Die kommt, die kommt, die kommt, die kommt. Hier liegen immer noch, weil ich sie so nett finde, die Resultate der Einmessung des Geräts. Und ich bekomme schon wieder etwas geliefert. Das kann ich nie wieder gut machen. Vielen Dank. So, da ist sie. Sehr cool geworden, finde ich. Kartuschenpresse mit natürlich einstellbarer Geschwindigkeit. Der ist der Bar, wie heißt das auf Deutsch? Helmut, wie heißt das Ding auf Deutsch? Nein, die Stange. Ich nenne es jetzt einfach Stange, weil ich weiß gerade auf Deutsch nicht. So, die kann ich manuell auch hin und her transportieren, je nachdem, ob die Kartusche halb voll, halb leer, halb irgendwas ist. Da kann ich genau hinfahren und dann kann ich, und jetzt brauchen wir gleich einen Ton weg, also nicht, weil sie so laut ist, sondern weil es überlappt. So, ich habe hier Einstellungen, Drehregulierung habe ich hier hinten und dann kann ich die einfach fahren lassen. Und wenn ich aufhöre, zieht sie mir auch gleichzeitig die Stange wieder zurück, damit es nicht nachläuft in der Kartusche und mir alles vollbarzt. Also, alle Materialien, natürlich Silikon, Acryl, Kleber, 2K, macht damit, was ihr wollt. Wir werden auch im Sommer, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, dann haben wir ein bisschen mehr Druck im Team Social Media, ein How-to-Wurst machen mit lebensmittelechten Senftuben, die es für solche Kartuschenpressen gibt. Wir werden unser Bestes geben. Genau. Nein, so sieht sie aus. Kommt dann auch Tendenz so September, Oktober. Dann haben wir sie in der Hand für 310er Kartuschen. Schickes Ding geworden. Und leicht. Kannst du uns eigentlich auch mal mit dem PXC-Akku einen Kaffee machen? Stichwort Kaffeemaschine. Ja, also ich kann Stand heute mit meinem PowerExchange-Akku zur Kaffeemaschine laufen, die am Strom hängt und auch noch an der Wasserpipe hängt und da kann ich drauf drücken. Ja, das ist heute, Stand heute möglich. Die Teams sind dran und das ist auch etwas wie die Kühltasche auch. Da liefere ich mal noch mehr im März. Ich weiß, es reicht euch nicht, aber wir sind wie immer dran. Wie sieht es denn aus mit einem stärkeren Baustrahler? Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, dieses Stativ-Ballermann-Ding, was wir da an der Reißen haben, wo das lumenmäßig liegt. Also wir haben ja, unser stärkster Strahler ist, stand heute 2500 Lumen hier mit drin. Da, und das ist schon unglaublich. Wir haben hier die Einhellwelt angeleuchtet. Ich leuchte jetzt mal Michael an, der ist jetzt blind. So, das ist schon so eine Sache, das ist schon ordentlich Power. Ich muss mal gucken, die Antwort liefere ich euch beim nächsten Mal eben nach, ob wir in diesem Baustrahler, die man auch so vernünftig hängen kann, ja, ich habe hier, ich hole mal einen runter von der Wand, also diese Formate so, ja, ich gucke mal, ob wir da noch irgendwas in der Pipeline haben. Ich weiß, es stand jetzt nicht, was wir mit dem Stativ, wie viel Lumen die kriegen. Aber das kann ich ja eruieren, da habe ich ja jetzt noch 4 Wochen Zeit, liefere ich, also die Antwort. Okay. Ich gucke gerade auf. Unsere Zuschauer wünschen sich, dass du nochmal in deinen Zylinder greifst und nochmal das Häschen. Das Häschen raushole. Das Häschen habe ich schon wieder in meinem Büro oben. Bevor ich das mache, ne, mal ganz kurz nochmal eben. Hier, wir haben auch noch was Neues. Es ist ja nicht so, dass wir nichts Neues heute haben. Wir haben Wandhalterungen für unsere Akkus. Kommt immer ins Zweierset in so einem Karton.
inklusive Schraubendübel dabei. Ich kann entweder mir diese, die sind, die kann man also so ineinander stecken, dann sind die dicht an dicht. Ich kann die einzeln an eine Wand montieren oder ich packe es aufs Brett und schraube mir dann das Brett an die Wand, wenn ich nicht die ganze Wand mit Dübeln voll haben möchte. Das ist super praktisch, weil in dieser Halterung klicken diese Akkus komplett ein, wie in einem Werkzeug. Und wenn ich die rausnehmen will, drücke ich auch hier drauf und habe die dann frei. Die sitzen also wirklich fest, die sind aus dem Verkehr raus. Also nicht wie bei mir in den 1000 Schubladen und auf dem Küchentisch, sondern da drin. Finde ich echt eine praktische Idee. Kann ich unzählig aneinander knacken. Kann ich also wirklich eine Schlange bauen damit und dann habe ich es. So sehen die Kartons aus. Gut, okay, Häschen. So, das Häschen. Hier ein Wording, nicht meins. So, also unser 5-8 Amperestunden Akku, der im September kommt, ist geladen mit 10 Zellen, 2700 Format und zwar die 4000 mAh Zellen, 2P-Pack. So sieht er aus. Den kann ich genauso wie unseren anderen, indem ich auf die Taste drücke, so 3-5 Sekunden, umschalten mit einem Counter. Und jetzt muss ich bei 5 drücken, dann habe ich ihn gleich auf 5 AH gestellt. 9, bumm, und dann kann ich ihn von da wieder auf 8 Amperestunden holen. Da habe ich natürlich jetzt wirklich eine Laufzeit zur Verfügung, die ist ziemlich gut. Auch allen voran für die großen Maschinen, Kettensägen und Konsorten, Rasenmähen ist natürlich auch sexy damit. Kann ihn aber auch wieder zurückstellen auf 5 Amperestunden. Wir wissen mittlerweile, also die, man kann wissen, wenn man uns öfter zuhört, dass bei diesen Multi-AHs es einfach so ist, die Power, die sie abgeben, 1350 Watt, ist immer die gleiche, die maximale. Die Laufzeiten kann ich mir auswählen, 4, 6, 5, 8 Amperestunden. Lasse ich den auf dieser verkürzten Laufzeit, nutzen wir den Zelleninhalt nie maximal aus. Und das heißt, im Klartext, dieses Akku-Pack wird wesentlich länger leben. Aber wir wissen auch, jemand, der sich einen 6 oder 8 Amperestunden Akku kauft, möchte natürlich die maximale Laufzeit und soll das doch auch bitte gerne nutzen. Ja? Also den haben wir, jetzt kommt der dann im September, den hier, dann ist er auch gelabelt und dann habe ich wirklich maximale Laufzeit hier in der Hand. Ab in den Zylinder. Coming in September. So, dann müssen wir noch kurz ein Mysterium aufklären. Was hat es mit dem TPCD18LII Brushless Solo auf sich? Mit wem? Dem TPCD18LII-I Brushless Solo. Jo. Hat er? Nee, sie. So, also. Das ganze Thema, das werde ich mal einen Tacken später, also nicht heute, sondern beim nächsten Mal nochmal etwas ausführlicher aufgreifen. Wir haben, Stand im Moment ja, 60 Newtonmeter Brushless Akku, Bohrschrauber und Akkuschlagbohrschrauber. Wir haben jetzt rausgebracht eine neue Range in unserem Sortiment oder sind mitten dabei. Sie sind noch nicht auf dem Markt, die heißen Professional, zu erkennen am grauen Balken. So, das sind Brushless-Maschinen, das hier ist ein neuer, der ist nämlich schon im Katalog. Das ist auch ein 60 Newtonmeter Akkuschrauber, den haben wir eine etwas andere Ergonomie verpasst insgesamt und schauen dann so aus, wie ich sie hier in der Hand habe. Die werde ich noch ein bisschen verstecken, da ist auch die einstellbare Schlagfunktion an der Seite und nicht nur oben drauf. Zweiganggetriebe, klar. Sehr, sehr leicht für die Kraft, die sie haben, muss ich sagen. Mit denen kommen wir als allererstes raus aus der Professional-Serie und dann werden wir noch mit anderen Geräten nachfolgen. Aber auch beide 60 Newtonmeter. Und ja, um diese Frage auch gleich zu beantworten, geht ihr noch mal höher? Also bekommen wir Akku, Schlagbohrschrauber oder Akkubohrschrauber mit mehr Newtonmeter als 60? Ja, ist in der Pipeline nächstes Jahr. So, dann gleich weiter im Text. Wie sieht es mit der Akkuflochdübelfräse aus? Ja, yep. Die wird mir gerade gebracht. Da-da. Danke. So, hier ist sie. In der Hand habe ich sie.
super stabiles Gerät geworden, brauche ich auch, um super führen zu können. Ich kann hier die Biscuits, also die Flachdübel, bis 20 mm verarbeiten, sowohl einfach im 90-Grad-Winkel als im 45-Grad-Winkel, beides möglich. Ich kann mit ihr, mit ein bisschen besserem Gefühl, auch natürlich fräsen. Die wird verfügbar sein jetzt dann im Frühjahr. Monat muss ich mich noch nicht ganz genau darauf festlegen, aber die kommt sehr bald, die ist unterwegs. So wird sie aussehen. Einstellbar, Höhenfixierung einstellbar, Tisch abnehmbar. Hier habe ich sie. So sieht sie aus. Natürlich Absaugung. Dong. Also, coming soon. Es wird echt wahr. Also, das Frühjahr wird super. Läuft. Wir hätten noch eine Rückfrage zum Thema Akkus. Kannst du ungefähr abschätzen, wie der Gewichtsunterschied vom 4 bis 6 AH zum 5 bis 8 AH ist? Pass auf, ich glaube, dass ich mittels Katalog und Brille das nicht nur abschätzen kann. Pia, wir haben uns gestern über Gewichtsunterschiede bei Akkus unterhalten und ich habe das in halben Mettbrötchen dir versucht zu erklären. War mäßig erfolgreich, nicht wegen dir, sondern wegen dem Mettbrötchen. So, pass mal auf. Danke fürs Klarstellen. Und es kann sein, dass ich die Angabe schon hier drin habe. Lass mal kicken hier. Da ist er doch. Aha. Oh, das ist ja nicht so viel. 20 Gramm. Ja. Also nicht mal ein halbes Mettbrötchen. Je nach Aufstrich, sage ich jetzt mal. Und Alter des Brötchens, je nach Feuchtigkeitsgehalt des Brötchens. Genau. Nein, das liegt einfach, das ist den etwas großformatigen, dickeren Zellen geschuldet. Zwischen 3000 und 4000 mA haben wir einen leichten Gewichtsunterschied, aber nicht doll. Ist ja auch generell vom Shape identisch. Also das Akku-Pack an sich, die ganz komplette Größe ist gleich bei beiden. Wie sieht es denn mit einem Hoch- oder Mitteldruckreiniger auf Akkubasis aus? Ja, ganz gut. Also Mitteldruck, runde 25 Bar, so ungefähr, als Ghostbusters, ihr wisst schon, Pistole mit zwei Lanzen drauf oder auch nur einer und unterschiedlichen Düseneinstellungen kriege ich nächstes Jahr für euch. Sind wir mittendrin, sieht gut aus. Wir haben es uns heute noch angeguckt. Ja, ist in Arbeit. Richtig Hochdruck, Hochdruck. Ich weiß schon, ihr wollt ja immer diese Monster-Dinger, 36 Volt oder sowas, werden wir da wohl brauchen. Dann kann ich im Moment nicht genau sagen, wann. Das dauert also dieses Jahr auf keinen Fall. Später. Magst du uns noch was zum Thema Schlagschrauber erzählen? Entschuldigung, ich war auf Mute, sorry. Magst du uns noch was zu den Schlagschraubern erzählen? Mhm. Ich hole die mal eben ins Bild. Gut, dass wir alles da haben. Okay. So, Generation Impaxo. Zwei Stück bekommen wir. Den hier, 400 Newtonmeter, schaltbar über drei Stufen auf 400 Newtonmeter mit schlagfesten Nüssen dabei. Habe ich sowas wie im April, Mai. Bam. Den hier, den neuen Impaxo 230. 230 Newtonmeter hat der. Den bekommen wir im September, Oktober rundherum. Ursprünglich war er gedacht, um den existierenden 215 Newtonmeter Brushless Schlagschrauber abzulösen. Wir werden aber beide noch eine Weile im Sortiment haben, also keine Angst, den werden wir noch nicht so schnell. Der kommt dazu. Auch ein Impaxo, der hat ein anderes Design. Der ist vom Gewicht Tacken besser auf Hochdruck, der ist ein bisschen leichter und hat 230 Newtonmeter. Hier ist immer diese Geschichte, wenn mir jemand seine Radmuttern mit diesem Gerät nicht nur löst, sondern auch noch anzieht, volle Granate, kriegt er die damit auch nicht wieder auf. Ja, also wir sagen immer zum Reifen lösen super, zum Schrauben ist der toll, weil der ist leicht. Mit 400 Newtonmeter, das ist schon eher diese Nummer mit dem, ja, ich wechsle meine Reifen und wenn ich so Projekte habe in großen Dachbalkenlagen, wo so solche Ballermänner irgendwo durch müssen, da werde ich diese 400 Newtonmeter brauchen. Er ist aber ein Werkzeug, das auch tatsächlich etwas schwerer in der Hand liegt. Ja? Haben wir da schon einen Preis für? Holy, ja, haben wir. Puh, also wir haben das. Ich bin gerade komplett überfragt. Ah, okay, Helmut war doch nicht schneller. Sorry.
Und? Nee, das ist gerade der für den Impaxo 18400. Der liegt bei 170 Euro UVP. Okay, gut. Also der kommt jetzt im Frühjahr und der andere, der kleine, kommt im Herbst. Okay, ich gucke gerade, ob ich noch was Schönes... Oh ja, hier. Ich möchte noch schnell mal was in die Kamera halten. Es ist noch nicht final, das Tooling und so. Also was heißt Tooling? Aber es ist kein finales Muster. Aber hier habe ich eine Top-Handle-Kettensäge, die Ford Texa. Wir bekommen dieses Jahr diese und noch eine weitere 18-Volt-Kettensäge in den Markt. Das hier ist die kleine, die andere ist größer mit einem seitlich einzuschiebenden Akku. Das hier ist sowas zum Entasten, aber, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, das ist eine Top-Handle-Kettensäge, die freigegeben ist für Menschen mit einem Führerschein dafür. Also, wenn ihr in einen Baumarkt geht und die da sieht und Leute im Baumarkt sagen, kann ich mal den Nachweis dafür sehen, dass du die auch bedienen darfst? Stellt euch vorher darauf ein, dass ihr das mitbringt. Ja, weil sonst könnte es schwierig werden. Das ist sie. Ford Texa 1820. Kommen wir da auch noch als 1830 mit einem größeren Schwert und als normale Kettensäge ausgelegt. Ah ja, Hammer Video. Klassische Anwendung, Entasten. Ich gucke gerade selber hin, ich habe es noch nicht gesehen. Jawohl. Und die sogenannte Einhand-Kettensäge. Deswegen ist die, haben wir hier in Deutschland auch andere Vorschriften für sie, weil man geht davon aus, dass man mit der einen Hand sägt und sich die andere dabei absägt. Deswegen sollte man das können und einen Kurs dafür besucht haben. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter. Stichwort 12 Volt Ladegerät. Wo ist es? In meinem Chaos hier. Moment, da! Car Charger, der ist noch ungelabelt, der sieht ein bisschen sehr nackt aus. Der wird noch in schön. Wir bekommen jetzt dann im Frühjahr ein Power Exchange Ladegerät für alle unsere Akkus, das ich an den 12 Volt Anschluss DC ins Auto anstecken kann und unterm Fahren oder auch im Wohnmobil, wo ich dann unterwegs meinen Akku laden kann. Haben wir hier? Kommt. So, Elke, hast du noch ein Lieblingsthema, über das du heute sprechen willst? Lieblingsthema, über das ich heute sprechen will? Falls nein, kannst du noch ganz kurz eine Empfehlung abgeben. Welchen Akkuschrauber würdest du dir denn wünschen oder würdest du empfehlen ohne Schlag? Ja, da meinen. Ich glaube, ich habe Nummer 1 selbst gekauft, ever, aus der kompletten Produktion. Das hier. 40 Newtonmeter Brushless Power, reiner Akku-Bohrschrauber zum Schrauben von Schrauben und Bohren von Löchern in Holz und, sagen wir mal, Kunststoff oder so und Metall natürlich auch. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Das ist ein Megateil geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, für normale Anwendungen im Haushalt zu Hause. Der ist super leicht und hat Drive ohne Ende aus seinem bürstenlosen Motor heraus. Das ist echt ein cooles Ding. Also den kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Der wiegt nichts, der hat Kraft ohne Ende. Da ist er. Also ich habe ihn selber, weil es einfach mega gut ist, das Ding. So, liebe Elke, jetzt müssen Sie sich entscheiden. Nee, Quatsch. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier die letzte Minute, weil... Die letzte Minute? Na okay, warte, das erst, darfst du erst noch machen. Gut. Also verlosen wir mit Akku und Ladegerät heute, Gründungsjahr, eine brauchen wir. Das kriegt ihr hin. Letzte Minute. Hast du noch Fragen? Yes, so gut. Dann jetzt letzte Minute und wir machen jetzt nochmal so eine Quickie-Runde. Alles klar. Hier nochmal kurz, sorry, zum 12-Volt-Charger. Wann kommt denn der? Ja, stell mir die nächste Frage, gucke ich schnell nach. Okay, wann kommt der Erdbohrer? Der ist da. Alles klar. Multi-Akkuladegerät für 12 und 18 Volt? Nein. Ist der 50 Newtonmeter Brushless mit Metallgetriebe besser? Im Gegensatz zum 40 Newtonmeter? Ja, hat mehr Kraft, ist aber schwerer. Der kommt im Mai, der Car Charger übrigens kommt im Mai. Passt der 36 Volt Axio in das große E-Case? Alter Schwede, das haben wir schon mal geübt. Wenn ich ihn auseinanderbaue, ja.
Ja. Passt der neue Akku auch in alle Geräte? Ja. Ja, ja. Der neue 5.8er passt genauso wie der 4.6er auch in alle Geräte. Genauso wie der 2er. Wie sieht es mit Akku-Steckdose, Akku-Bandpfeile oder Akku-Netzadapter aus? Bandpfeile kommt. Netzadapter sage ich nächstes Mal was dazu. Und das erste? Pia, das erste? Akku-Steckdose. Das ist eine Akku-Steckdose. Ah, okay. Oh, da, das machen wir mit Sicherheit im März im Zusammenhang mit Brushless-Motoren. Nein, das gibt mir da noch ein bisschen Zeit. Wir müssen da noch ein bisschen genau gucken, auch wann wir was machen und auch kommunizieren. Gibt es noch mehr? Einen Fliesenschneider wünschen sich die Leute noch. Ja, ich darf den eigentlich offiziell, den habe ich so fertig gemacht, das alte Ding. Also das hier ist noch so ein Prototyp und sieht gerade so aus bei mir. Akkufliesenschneider, 18 Volt. Den gibt es dann auch in schön und mit Verpackung, also und sauber allen voran. Der kommt recht bald. Das wird April, also sehr zügig. Nach Ostern wahrscheinlich, aber im April haben wir den. Das ist ein super nettes Gerät für kleine Fliesen, mittlere Fliesen. Ich habe auch Glas damit schon Flaschen geschnitten, das geht auch gut. Eins muss man wissen, diese Ballermänner-Fliesen, die gerade so in sind und die so schön aussehen, ne, die kann ich nicht sauber auflegen, weil dafür die Maschine ein bisschen klein ist. Wir müssen ein bisschen gucken, aber ja, Fliesenschneider April. Okay, ich glaube, unsere Minute ist um. Hier, weil jetzt noch ungefähr 500 Leute reingeschrieben haben, wie sieht es mit dem DAB-Radio aus? Ja, also so, immer rein Wein einschenken, kennt mich ja. Ich kann euch exakt etwas, oder was ist exakt? Ich kann auch wirklich etwas dazu sagen. Entweder schon beim Brushless-Vortrag von Dr. Tannenhuber oder halt dann final im April. Ich kann es euch heute tatsächlich nicht konkret sagen. Gebt mir also die 4 Wochen oder dann halt die 8 Wochen noch bis zum April. Im April sind wir eh ja dran. Mal gucken, was wir da machen. Aber ich weiß und ihr habt recht, aber ich kann es euch heute wirklich nicht sagen. Okay. Letzte Frage des Abends. Gibt es eine Akkurate? Warte, Moment. Dazu habe ich mir was aufgeschrieben, wenn ich mir was aufschreibe. Nee, die Akkurate haben wir tatsächlich nicht, im Moment stand heute nicht in Planung. Das wird auch dann dieses Jahr sowieso nichts mehr. Mal gucken, das kann sein, dass wir uns das nächstes Jahr nochmal ankicken, ob wir es machen, ja oder nein. Aber stand heute nicht. Aber die Bandpfeile ist in Arbeit, die Tauchsäge ist in Arbeit. Ventilatoren habt ihr schon gesehen. Ne? Lampen haben wir in Arbeit. Und dann werden wir uns auch noch mal an das Thema Schlagschrauber nächstes Jahr noch mal ranschaffen. Wir haben jetzt dann im Paxo 400. Wir werden auch noch mal höher rausgehen damit. Wir werden noch mal höher rausgehen mit den Akkuschlagbohrschraubern und Bohrschraubern. Dann werden wir uns dem Thema Trockenbauschrauber noch mal widmen. Und das ist so, dass ich habe hier ganz oft steht da Geheimnis hier dahinter. Das ist total lustig. Das ist so immer meine. Kannst du damals was zu erzählen? Nee, das ist so meine interne Notiz. Aber es kommt, wir sind wirklich dran, es kommt ganz viel. Und vor allen Dingen kommt jetzt erstmal der ganze Garten dran. Also ab März gehen wir alle in den Garten. Ich muss das in die Kamera halten, das ist der Hammer. Das hier ist unser neuer Vertikutierer. Oh Gott, der ist gar nicht so schwer, weil ich kann ihn heben. Da, so, 18 Volt Vertikutierer. Und zwar einer mit sogenannten fliegenden Messern. Ich halte euch das mal anders in die Kamera. Hier. Das ist ein Vertikutierer, der aus meiner Sicht ideal ist für jeden, der einen Rasenmäherroboter hat und diesen super geilen Rasen, diesen schönen dichten hat. Ne? Der gehört ja auch gepflegt. Dafür haben wir jetzt hier ein Vertikutiermesser mit sogenannten fliegenden Messern. Die hacken also nicht so wie die anderen starren Messer ins Gras, sondern sind etwas schonender, sage ich jetzt mal. Dazu gibt es auch noch eine Lüfterwalze hier mit den Nadeln. Wir haben den hier wirklich mit wirklich Inbrunst getestet und sehr gerne, weil er ein super Ergebnis dann abliefert, wenn ich schon einen sehr, sehr tollen Rasen habe. Habe ich einen Rasen, der zu 80% aus Löwenzahn und Disteln besteht, würde ich zu einem größeren 36 Volt Vertikutierer greifen. Aber diese schicken, flauschigen Rasen, die so Rasenmäherroboter gerne produzieren, dafür ist der ideal. Leicht, läuft wie Tier, ist brushless, kann ich nur empfehlen. So,
Und nachdem wir hier die Zeit jetzt extrem verlangsamt haben und unsere letzte Minute auf letzte 10 Minuten ausgedehnt haben, würde ich sagen, wir nehmen nicht mehr ganz so viel vorweg, bevor wir dann in die Gartensaison starten. Das ist auch das, das habe ich mir ausgesucht für heute, weil das werde ich nächstes Mal nochmal machen, weil der ist echt, echt spacey spooky, der ist cool. Elke, du hast dein Abschlusswort. Mein Abschlusswort. Also, ich sage an dieser Stelle vielen Dank an euch alle, an mein Team und vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Dr. Markus Tannenhuber ist auch immer noch da und freut sich schon auf den März. Also, wie immer, wenn ihr weiterhin Fragen habt, kommt einfach zu uns. Oder wenn ihr coole Ideen habt, wenn ihr denkt, ah, das braucht ihr auch unbedingt, das brauchen wir unbedingt. Wir sind da gerne sehr empfänglich. Und vor allen Dingen die Fragen zum Thema Brushless Energy, bürstenlose Motoren oder Automotoren. Wir haben da dann das geballte Wissen im März hier stehen. Das wird, glaube ich, eine ziemlich lässige, hochtechnische Veranstaltung vielleicht auch. Ich werde dann vielleicht mal so ein bisschen übersetzen. Also in das andere Deutsch. So, Abschlusswort. Das war mein Abschlusswort. Also vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im März.